Zensiert. Was wird in Australien verborgen? Australien ist eines der größten und am wenigsten erforschten Kontinente, was es zu einem der geheimnisvollsten Orte der Welt macht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, fühlt euch gedrückt vom Lovelock. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt Zensiert. Was wird in Australien verborgen? Von Verborgene Geheimnisse TV. Daumen nach oben, da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Skrrr. Australien ist eines der größten und am wenigsten erforschten Kontinente, was es zu einem der geheimnisvollsten Orte der Welt macht, selbst für die meisten seiner Bewohner. Australien auch wild, ne? Wer von euch war mal in Australien? Eins in den Chat. Er bergt die seltensten und einzigartigsten Tierarten der Welt, wie etwa Kängurus. Digga, Kängurus, Bro. Geil, Alter. Ich weiß nicht, ob ich einen Känguru schon mal in Real Life gesehen habe, Bro. I don't know. Kängurus, von denen es 55 verschiedene Arten gibt. Oder Emus, flugunfähige Vögel, die etwa 45 Kilogramm wiegen. Flugunfähige Vögel. Emus? 2 Meter groß werden können und Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometer die Stunde erreichen können. Krass, sind es nicht Strauße, Digga? Ist was anderes, wa? Es gibt auch den tasmanischen Teufel. Digga, krass, Mann, die Tiere ist heftig. Und die liebe Tiere, so krass. Koala, unter vielen anderen. Bevor wir uns auf die spannende Reise... Guck mal, wie süß der ist, Bro. Charles III. Ist der König von Australien und wird von Gouverneuren repräsentiert. Charles III. Ist der König von Australien? Der sieht so aus wie der von England, der Jutzte, der Maniak. Das. Ah ja, ist ja auch ein Engländer, ne? Haben sie ja schön auch übernommen. Die Urvölker ausgerottet und gesagt, komm, ist unser Laden jetzt hier. Land ist in 6 Bundesstaaten und 10 Territorien unterteilt. Wobei 80% seiner geringen Bevölkerung in 5 Städten konzentriert ist. Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney und Brisbane, die nur 3% der Gesamtfläche des Landes ausmachen. Muss mal überlegen, Digga, krass. Australien hat eine Bevölkerung von fast 26 Millionen Menschen auf einer Fläche von fast 8 Millionen Quadratkilometern. Ja, hättet ihr die Ureinwohner auch schön dalassen können? Hättet ihr nicht ausrotten müssen, Digga? Wäre zu gefährlich gewesen, sagst du, wa? Um einen Eindruck zu bekommen. Mit ungefähr derselben Fläche hat Brasilien 215 Millionen Einwohner. Das ist 8-mal mehr als Australien. Crazy. Die Australier haben auch einen ganz weirden Akzent. Ich habe das erste Mal eine Australierin, also jemand aus Australien hier kennengelernt. So. Die haben einen ganz komischen englischen Akzent. Ich schwör's dir, voll lustig, hab mich totgelacht. Obwohl letzteres viel ausgedehnter ist. In Indien, mit einer Fläche von 3,2 Millionen Quadratkilometern, also weniger als die Hälfte von Australien, leben ungefähr 1,4 Milliarden Menschen. Das entspricht 25 Mal mehr. Wow. Der Name Australien stammt von dem lateinischen Terra Australis, was wörtlich Südland oder südliches Land bedeutet, und wurde seit der Antike verwendet, um einen unbekannten Kontinent auf der Südhalbkugel zu bezeichnen. Mehrere Kartografen des 16. Jahrhunderts verwendeten... Ist auch crazy, dass einfach irgendeiner die Namen für die Länder erfunden hat, so, ne? Und für die Kontinente, so. Einfach so. Das ist jetzt Europa, das ist jetzt Australien, das ist jetzt Afrika und so. Das Wort Australia auf ihren Karten. Im Jahr 1539 wurde es als Terra Australis dargestellt. Ein riesiges Gebiet, das zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt war. Terra Australis Ignota bedeutet so viel wie unbekanntes Südland und wurde im 15. bis 18. Jahrhundert verwendet, um die Antarktis und Ozeanien zu beschreiben. Im Herzen Australiens befindet sich Uluru, auch als Ayers Rock bekannt. Ja, Mann, den habe ich auch schon öfter mal gesehen. Der berühmte und geheimnisvolle Sandsteinmonolith. Eine Legende der australischen Aborigines besagt, dass in der Vergangenheit eine schreckliche Schlacht am Uluru während der Traumzeit stattfand. Da muss man auch mal hin eigentlich, wa? Australien ist auch schon nature-technisch, glaube ich, sehr wild.
Uluguerin nennt er. Die giftigen Schlangenmännchen griffen die Dörfer in der Gegend an und töteten fast alle Bewohner. Was? Dann gelang es Bulari, der Muttergöttin der Erde, sie zu besiegen. Seitdem sind viele der giftigen Schlangenmännchen unter dem riesigen Uluru-Monolith gefangen. Historischen Aufzeichnungen zufolge war das erste Schiff, das die australische Küste kartierte, ein niederländisches Schiff im Jahr 1606. Es besteht jedoch die Möglichkeit... Was war mit Piri Reis, Digga? Hat der Australien nicht auf dem Schirm gehabt, sagst du? Bereits die Ägypter und Phönizier, große Seefahrer der Antike, Australien lange vorher erreicht haben können. Okay. Im Hunter Valley National Park, nördlich von Sydney, wurden mehr als 250 ägyptische Hieroglyphen. Aber ich dachte, alles andere vor den Europäern und so waren doch irgendwelche Affenmenschen, die kein Wissen hatten, oder? Pyramiden und so sind doch aus Zufall entstanden, oder nicht? Die waren doch dumm alle, oder nicht? So Mayas, Ägypter und so. Nicht? Skrrt. Die Präsenz von Boomerangs in ägyptischen Reliefs sowie Funde im Grab von Tutanchamun stellen eines der größten Rätsel dar und deuten möglicherweise darauf hin, dass die Ägypter Australien besucht haben könnten. Im Krass. 1984 berichtete die Zeitung Cairo Times von der Entdeckung von Kängurufossilien in der Nähe der Oase Siwa in Ägypten. Wow. Darüber hinaus wurden in der Nekropole von Saqqara, Teil des Grabkomplexes des 9. und letzten Königs der altägyptischen 5. Dynastie, Pharao Unas, Jagdszenen mit verschiedenen Tieren, einschließlich Kängurus, gefunden. Es gibt auch Zeichnungen von Kängurus in Tell al-Amarna, der Hauptstadt, die von Echnaton erbaut wurde. In Australien gibt es auch einen bekannten Churunga-Heiligenstein, der eine identische Kopie des ägyptischen Symbols von Aton, der Sonne, aus etwa dem Jahr 1000 vor Christus ist. Die Sonnenstrahlen wurden mit kleinen Händen dargestellt, die die Menschheit berühren. Erleichtert. Viele australische Zeitungen haben die Existenz von pyramidenartigen Strukturen auf diesem Gebiet erwähnt, obwohl dies von Archäologen vollständig verworfen wurde. Eine der Pyramiden, die etwa 900 Meter hoch ist, kann im Norden von Queensland gesehen werden. In Gympie wurde auch eine gestufte Konstruktion von etwa 40 Metern Höhe gefunden, bei der interessanterweise zahlreiche Artefakte Darstellung ägyptischer heiliger Skarabäen entdeckt wurden. Es gibt viele, die glauben, dass es geheimnisvolle Landstriche auf diesem Kontinent gibt, die niemand außer den Aborigines betreten hat, da die Bevölkerung sich in einem sehr begrenzten Gebiet bewegt. Als wäre das nicht genug, ist Australien von Zäunen durchzogen. Bestimmt, es wäre auch gut so. Die Bevölkerung und die Tiere. Hoffentlich gibt es da noch Leute. Wenn so wenig bewohnt ist von Australien, gibt es bestimmt noch Völker, die unberührt da leben. So. Und noch. Ich hoffe und bete dafür, dass es noch Völker gibt, Menschen gibt in den Dschungels, die noch nie uns gesehen haben und uns auch niemals sehen werden. So. Bete dafür. Weiter von einigen Gebieten isolieren. Der Dog-Fans oder Dingo-Fans ist ein 9000 Kilometer langer Zaun, der die australischen Territorien durchzieht, was etwa der Entfernung zwischen Florida und Moskau entspricht. Es ist wirklich erstaunlich, aber was hat sie dazu gebracht, Australien auf diese Weise zu teilen? Versuchen sie etwas zu verbergen? Insgesamt gibt es 3 Zäune, der längste misst 5612 Kilometer. What the fuck? Und ist der längste auf dem Planeten. Er wurde zu Beginn der 1880er Jahre errichtet und besteht aus Stacheldraht, der bis zu 2 Meter hoch ist und manchmal elektrifiziert ist. Die Instandhaltung ist teuer. Angeblich wurde er errichtet, um die 100 Millionen Schafe im Land zu schützen. Vor dem Zaun hatten Dingo 100 Millionen Schafe, überleg mal. Rund 11.000 Schafe getötet. Eine vergleichsweise geringe Zahl im Vergleich zu den ökologischen Schäden, die diese Barrieren verursachen. Das macht ja keinen Sinn, Digga, oder? In keiner anderen Region der Welt wurden solche Zäune errichtet. Zum Beispiel hat der europäische oder der amerikanische Wolf jahrhundertelang mit Viehzüchtern zusammengelebt. Und trotz wirtschaftlicher Verluste war der Verlierer immer der Wolf, der in einigen Regionen sogar vom Aussterben bedroht ist. Allerdings ist dies nicht der einzige Zaun in diesem Land. Aufgrund von Problemen mit Kaninchen
wurden zwischen 1902 und 1907 in Westaustralien drei weitere Barrieren mit einer Gesamtlänge von 3253 Kilometern errichtet. Ist schon strange so, aber so einen Zaun kann man doch auch easy überwinden, ist jetzt nichts Wildes, oder? Um zu verhindern, dass diese Nagetiere passieren. Doch sie schafften es trotzdem, indem sie Tunnel unter den Zäunen gruben. Dies war mit hohen Kosten und wenig Nutzen verbunden und führte zu erheblichen Auswirkungen auf die Biodiversität. Unglaublicherweise beschlossen sie trotz ihrer Nutzlosigkeit, diese Barrieren zu verstärken und ihre Höhe zu erhöhen. Alle 5 bis 10 Jahre unternehmen Emus in Westaustralien massenhafte Wanderungen auf der Suche nach Nahrung. Eine dieser Barrieren, die eine Länge von 1170 Kilometern hat, Was brauchst du da einfach so einen Zaun? Blockiert ihren Weg. Ich verstehe das nicht richtig, Digga. Dadurch sterben viele dieser Tiere entweder an Hunger, nachdem sie sich im Zaun verfangen haben. Hat er auch noch eine Theorie dafür, Digga, warum das so ist? Oder sie werden erschossen. Der Zaun hat die Kaninchen-Invasion auf den Farmen nicht erfolgreich gestoppt, sondern richtet sich stattdessen gegen... Menschen denken, dass sie mit Zäunen oder irgendwie die Natur kontrollieren können. Das ist so eine faszinierende Sache. Menschen denken immer, dass die das kontrollieren können. Menschen, andere Menschen kontrollieren, Tiere kontrollieren, die Natur kontrollieren. Bruv, lass doch einfach laufen, den Laden. Das reguliert sich schon von selber, wenn du mal aufhörst, da die ganze Zeit einzugreifen, Majutster. Die einheimische Tierwelt. Daher führte die Regierung im Jahr 1950 erfolgreich ein Virus ein, das die Kaninchenpopulation drastisch reduzierte. Forscher befürchten, dass der Zaun die Anzahl der Füchse, Katzen und Kaninchen erhöht, indem er die Dingos ausschließt. Dies hat ökologische Auswirkungen auf andere Arten, einschließlich Pflanzen, da Emus Samen von Früchten und mehr als 200 Pflanzenarten verbreiten. Die Kontrollpatrouillen des Zauns durchqueren jede Woche etwa 300 Kilometer, um nach Löchern, Brüchen oder heruntergefallenen Teilen zu suchen, um diese zu reparieren. Die Instandhaltung des Zauns kostet jeden der betroffenen Bundesstaaten etwa 1 Million australische Dollar pro Jahr. Entlang des Zauns werden Fallen und Gifte gegen Dingos installiert. Eine Grausamkeit, die viele für unnötig halten, da diese Tiere zur australischen Tierwelt gehören. Wenn die Zäune also nicht effektiv sind und sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Kosten verursachen, warum erhöht man dann ihre Höhe und Ausdehnung? Könnte die Absicht eine andere sein? Laut den Aborigines gibt es megalithische Strukturen im ganzen Land und sie behaupten, dass diese von einer Rasse von Riesen erbaut wurden. Oh shit! Wen versucht man wirklich am Durchgang zu hindern? Oh shit, als aber da kannst du ja keine Riesen davon abhalten, über so einen für die mickrigen Zaun zu steppen. Vielleicht Menschen? Ah, aber Menschen zu den Riesen zu gehen. Ich küsse dein Herz, Bro. War okay. Eure Gedanken zu dem Zaun in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Peace out.